Lieben, ich habe euch gerade auf Instagram gefragt, ob ihr Lust auf ein Braut-Make-up-Tutorial habt und die meisten haben gesagt, ja. Deshalb mache ich mal ein Braut-Make-up. Ich habe das bis jetzt nur einmal auf meinem Kanal gemacht und zugegebenermaßen war es nicht der Reißer, weil ich hatte damals eine schlechte Cam, schlechte Beleuchtung und ja, damit kann man natürlich kein schönes Make-up kreieren. Ich hoffe, dass es heute von der Beleuchtung okay ist, weil die Sonne, die knallt hier so rein. Und ich habe jetzt tausendmal auch die Location so ein bisschen versucht zu ändern, aber bin jetzt doch wieder hier gelandet. Und ja, ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr zu einem schönen Make-up an eurem Hochzeitstag kommt. Ich habe mich persönlich selber auch selber geschminkt. Ich bin seit 4 Jahren verheiratet und ja, ich meine, warum nicht? Wenn ihr euch sicher fühlt, dann macht es auf jeden Fall selber. Vor allem bei einem Hochzeits-Make-up ist es super wichtig, dass ihr die Haut erstmal vorbereitet. Und ich benutze von Laura Mercier den Primer, einfach damit das Make-up möglichst lange haltbar bleibt. Gerade an der Hochzeit sollte man unbedingt einen Primer tragen. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber gemacht habe. Damals kannte ich mich noch nicht so gut aus. Aber ja, falls ihr dieses Jahr vielleicht heiraten solltet, unbedingt Primer verwenden, vor allem im Sommer. Da schwitzt man ja auch und das ganze Make-up verläuft dann. Wie ihr sehen könnt, ist meine Haut immer noch super, super schlecht und deswegen ist eine gute Foundation auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Ich würde euch empfehlen, die Foundation trotzdem vorher so ein bisschen zu testen. Nicht, dass ihr die jetzt irgendwie neu auf dem Hochzeitstag dann drauf macht und euch die gar nicht gefällt oder die nicht gut hält. Deswegen unbedingt so 1-2 Wochen vorher schon mal probieren. Ich benutze die Armani Luminous Silk Foundation und die Bare Minerals Bare Skin Foundation und mixe beide zusammen. Und dann arbeite ich die mit meinem Real Techniques Pinsel in die Haut ein, möglichst sanft und leicht und ihr seht schon, es hat eine super Deckkraft, Gott sei Dank. Und ja, man möchte natürlich gerade an diesem Tag eine schöne Haut haben und wenn es euch dann so geht wie mir heute, dann braucht man auf jeden Fall eine gute Foundation. Tragt ihr auch unbedingt im Tageslicht auf, weil natürlich, wenn ihr das in einem dunklen Kämmerchen auftragt, die Farbe ganz anders wirkt, wenn ihr dann rauskommt und auf Fotos dann vielleicht keine schöne Gesichtsfarbe habt, dann würdet ihr euch euer Leben lang ärgern. Kommen wir zu Concealer und da benutze ich meinen absoluten Lieblingsconcealer, den Pro Longwear von MAC in der Farbe NW20 und ja, conceale meine Augenringe und konturiere noch ein bisschen so meinen Nasenrücken und der eignet sich einfach wunderbar dafür. Und dazu benutze ich das allererste Mal den Beauty Blender und zwar für Concealer. Da gibt es jetzt diese kleinen von. Und da ich den Beauty Blender so liebe, dachte ich, warum probiere ich nicht mal den aus? Okay, ich finde das mit dem kleinen Beauty Blender nicht so einfach, deswegen nehme ich jetzt noch meinen Finger und klopfe das in die Haut ein. Und dann ist es natürlich super wichtig, gerade an so einem Tag das ganze Make-up zu fixieren. Ich verwende da das Backstage-Puder in der Farbe Banane, einfach um euer Make-up möglichst lange haltbar zu machen, weil das ist ein super langer Tag. Das fängt meistens morgens an und hört irgendwann nachts auf. Und ihr möchtet ja natürlich den ganzen Tag und die ganze Nacht schön aussehen, deswegen unbedingt das Make-up fixieren. Okay, ich glaube, ich muss doch den Roller so ein bisschen runter machen, weil hier die Sonne so reinknallt. Ich hoffe, das Licht ist jetzt besser. Ich sehe das immer schlecht in der Kamera, weil es mich so blendet und ich sehe das dann erst beim Bearbeiten. Kommen wir zu den Augenbrauen. Ich benutze, wo ist es denn? Mein Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Das ist ein Augenbrauenstift und mit dem komme ich irgendwie am besten klar. Und ich möchte auf jeden Fall versuchen, dass die Augenbrauen möglichst natürlich aussehen und nicht zu angemalt. Gerade für eine Hochzeit finde ich, ist ein natürlicher Look auf jeden Fall viel schöner. Also meine Augenbrauen haben mir an meiner Hochzeit nicht gefallen, wenn ich jetzt die Bilder angucke. Aber gut, damals hatte ich auch keine wirkliche Technik. Und dann überschüssiges Produkt löst sich immer noch mal so ein bisschen aus, dass nicht so harte Kanten entstehen. Der nächste Schritt ist besonders wichtig, wenn ihr Lidschatten auftragen wollt. Und das empfehle ich euch definitiv an Hochzeit, weil ich finde, dass die Augen immer mehr strahlen mit Lidschatten als ohne. Und vor allem, wenn ihr ölige Augenlider habt, empfehle ich euch den Paint Put von MAC in der Farbe Painterly. Das ist so ein Hautton und der bereitet einfach eure Augenlider perfekt auf Lidschatten vor. So,
So, kommen wir zu Lidschatten. Ich wollte unbedingt etwas benutzen, was die meisten von euch auch zu Hause haben. Und deswegen habe ich mich für eine Urban Decay Palette entschieden, die Naked 3. Ihr könnt natürlich genauso gut die 1er oder die 2er nehmen, die sind auch wunderschön. Aber ich liebe die 3er einfach so sehr, weil die so leicht rosé-stichige Töne hat, was ich für eine Hochzeit auch wunderschön finde. Und deswegen nehme ich jetzt die. Also ich werde alles damit schminken. Und zusätzlich habe ich mir noch ein Pigment ausgesucht. Das könnt ihr aber auch weglassen, wenn euch das too much ist. Und zwar ist es von Essence. Und die Farbe nennt sich 10 Fairy Dust. Das ist so ein Schneeweiß eigentlich. Und mit einem schönen Schimmer drin. Ich werde es auch nur dezent auftragen. Leider haben die Pigmente, glaube ich, nicht mehr bei Essence. Soweit ich weiß. Ansonsten könnt ihr mal online gucken. Weil die sind echt gut für diesen geringen Preis. So, ich benutze als erstes die Farbe Luna aus der Palette und gebe die mit einem fluffigen Verblendungspinsel in meine Lidfalte. Und ich merke gerade, wow, die ist ganz schön intensiv. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Aber kein Problem, wir verblenden das einfach schön. Und dann immer hin und her verblenden, bis kein Übergang mehr zu sehen ist und bis es wirklich so schön smoky und natürlich einfach aussieht. Und danach nehme ich diesen leicht rosa schimmernden Lidschatten in der Farbe Dust und gebe den auf mein gesamtes Augenlid auf. Hat so einen schönen natürlichen Schimmer und er öffnet die Augen so schön, finde ich. Oh mein Gott, ich merke gerade, dass ich echt eine blöde Einstellung gewählt habe für die Kamera und dass es deshalb so dunkel war. Ich hoffe, dass das jetzt, oh Gott, nicht allzu schlimm war, weil die Schritte, die ich bisher gemacht habe, mache ich eigentlich immer. Das ärgert mich aber jetzt ziemlich, muss ich sagen. Aber ich sehe jetzt gerade doch in dem Bildchen, dass es jetzt viel heller ist. Also sorry dafür. Und danach kommen wir schon zu dem Pigment Fairy Dust. Ich gebe das jetzt mit einem angefeuchteten Pinsel auf mein mittleres Lid auf und noch so ein bisschen in den Augenwinkel. Und ich benutze meinen MAC Fix Plus Spray zum Fixieren. Ja, das hält dann einfach besser. Wow, intens. Wollte eigentlich nur so ein bisschen benutzen. Ist ein bisschen viel geworden, aber ich kann das noch schön verblenden. Aber ihr seht, wie schön der schimmert. Und ich gebe den wirklich nur in die Mitte auf. Also mir persönlich ist es jetzt doch ein bisschen zu viel Schimmer im Augenwinkel und da kommt doch ein bisschen knalliger raus, als ich dachte. Deswegen gehe ich nochmal mit der Farbe Dust aus meiner Naked Palette da drüber, um das so ein bisschen abzuschwächen. Ja, so gefällt es mir auf jeden Fall besser. Danach verwende ich einen hautfarbenen Kajalstift und gebe den auf meine Wasserlinie. Das sieht immer sehr eklig aus, aber es hilft. Und danach benutze ich aus der Naked 3 Palette die Farbe Liar und gebe die auf meinen unteren Wimpernkranz auf, um so ein bisschen mehr Definition zu schaffen, aber nicht zu viel. Und die Farbe Factory gebe ich dann auch nochmal mit meinem Verblendungspinsel auf meinem äußeren Augenwinkel auf, in die Lidfalte, um so ein bisschen mehr Definition zu schaffen, aber wirklich nur ganz leicht und sanft. Und für meinen Augenbrauenbogen benutze ich die Farbe Strange aus der Palette und gebe das direkt unter meine Augenbraue auf. Ich persönlich wollte jetzt für die Hochzeit keinen so ganz harten Lidstrich ziehen, deswegen benutze ich von Urban Decay einen Kohlpinsel und gebe den auf meinen, ja, auf meinem Wimpernkranz auf. Möglichst dicht. Und dann benutze ich so einen feinen Pinsel, um das Ganze so ein bisschen zu verwischen, dass es, wie gesagt, nicht so hart aussieht. Als nächstes sind die Wimperntrane und ich benutze von L'Oreal die Telescopic Mascara und vorher noch eine Wimpernzange.
dann die Wimpern natürlich kräftig tuschen. Für einen super natürlichen Look könntet ihr natürlich die Augen jetzt so lassen, aber ich finde gerade an einer Hochzeit sind Falschwimpern irgendwie ein Muss, also für mich zumindest. Ich finde, es sieht auf Fotos immer wunderschön aus und da das Make-up hier schon sehr dezent eigentlich ist, also für meine Verhältnisse zumindest, würde ich auf jeden Fall Falschwimpern empfehlen und ja, deswegen trage ich die jetzt auch auf. Während der Wimpernkleber noch so ein bisschen trocknet, vollenden wir einfach das Gesicht. Ich benutze von MAC den Harmony Blush zum Konturieren. Ich würde aber keine so harte Kontur machen an der Hochzeit, sondern eine etwas sanftere, finde ich persönlich schöner. Aber auf Konturieren verzichten würde ich dennoch nicht. Weil es gibt auch eurem Gesicht immer mehr Frische, finde ich. Und ja, man sieht einfach so ein bisschen gebräunter aus und das klingelt die Tür. Klingelt an der Tür, nicht die Tür. So kommen wir zu Blush und da fiel es mir eigentlich relativ leicht, welchen Blush ich jetzt auswählen würde, wenn ich heute heirate. Und zwar habe ich mich für den Peaches von MAC entschieden. Ihr habt das schon in meinem Favoritenvideo vielleicht gesehen, der macht einfach eine schöne Frische ins Gesicht und auf den kann ich mich irgendwie immer verlassen. Und ich finde, der passt auch immer zu jedem Make-up-Look. Deswegen benutze ich den auch heute. Dann am besten immer nur ganz sanft den Blush auftragen und lieber nochmal nachschminken, anstatt dass man gleich zu viel Produkt nimmt. So, ich würde definitiv auch Highlighter verwenden und auch da benutze ich meinen Favorit, den Soft and Gentle von MAC. Und gebe den immer auf meinen Wangenknochen auf, so ein bisschen auch noch über der Augenbraue. Ich finde auch, das kommt auf Fotos sehr schön. Ich würde natürlich nicht zu viel auftragen, also der Rest des Gesichts sollte natürlich mattiert und abgepudert sein. Und auf dem Nasenrücken und über den Lippen ein bisschen. Bevor ich jetzt zum Lippenstift komme, fixiere ich nochmal mein ganzes Make-up mit dem MAC Fix. Einfach, um es möglichst lange haltbar zu machen. Ich würde als Braut wirklich alles machen an so einem Tag und mir wirklich Zeit für mein Make-up nehmen, weil es muss ja wirklich perfekt sein. Kommen wir zum Lippenstift. Ich wollte unbedingt einen nudefarbenen Lippenstift wählen und deswegen fange ich erstmal an mit einem Lip Liner von Catrice in der Farbe Would You und umrande damit meine Lippen. Und beim Lippenstift habe ich mich für die Farbe Pure Zen von MAC entschieden, weil das so ein wunderschöner Nude-Ton ist mit einem leichten Pfirsich-Unterton. Und ja, einfach euer Gesicht schön frisch aussehen lässt und er lange haltbar ist. Und ich wollte auch auf Gloss bewusst verzichten, weil man knutscht natürlich an diesem Tag sehr viel und Männer mögen natürlich keinen Lipgloss. Deswegen würde ich persönlich jetzt nur einen Lippenstift tragen. So ihr Lieben, das ist der fertige Make-up-Look. Ich hoffe wirklich sehr, dass er euch gefällt. Also ich fühle mich sehr wohl in so einem Make-up und ich finde, ja, das sieht einfach schön und frisch aus und man möchte ja einfach so ein bisschen seine natürliche Schönheit betonen und ja, ich meine, ich weiß, es war nicht wenig Make-up, was ich verwendet habe, aber dennoch sieht es im Gesamtbild, finde ich, relativ natürlich aus, weil ich natürliche Farben verwendet habe. Ihr könnt natürlich an eurer Hochzeit nehmen, was immer ihr wollt und wenn ihr knallrote Lippen haben möchtet, dann macht ihr das. Und ja, ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss. Muah. Reality.